Mein Name ist Julia Hassle, ich bin Schwimmerin. Mein Name ist Jascha Seich und bin Schwimmer. Mein Name ist Barbara Schaal und bin Schwimmerin. Mein Name ist Josefine Tesch und ich bin Schwimmerin. Mein Name ist Marie Brockhaus und schwimme. Mein Name ist Julia Hassle, ich bin Schwimmerin, studiere Psychologie an der Universität Mannheim und bin im siebten Semester. Dass, wenn man ins Wasser springt, einfach für sich ist und alles rundherum vergessen kann und dann so quasi die Ruhe für sich selbst findet und dann alles geben kann, um die eigenen Ziele zu erreichen. Dass man durch den Uni-Alltag auch mit anderen Leuten in Kontakt kommt und nicht nur in dieser Sportlerblase ist und somit auch ein bisschen vom Sport wegkommt, sich mit anderen Leuten unterhalten kann und so auch Kontakte außerhalb vom Sport knüpfen kann. Das ist, was mir besonders gut an der Universität Mannheim gefallen hat im Vergleich zu meinem Fernstudium, das ich meinen Bachelor absolviert habe. Ja, ich denke, die Olympischen Spiele sind jedes Mal etwas ganz Besonderes. Also meine erste in London, das war alles neu für mich, alles gigantisch, alles riesig. Dann im zweiten, bin leider nicht so gut geschwommen, aber immer, ich denke, Olympische Spiele hat man immer in sehr guten Erinnerungen. Und jetzt in Tokio, mal schauen, wie das werden wird. Ich denke, sie werden alles versuchen, um das bestmöglich umzusetzen. Aber klar wird es einige Einschränkungen geben dieses Jahr. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man daran teilnehmen kann und auch diesen Spirit trotz den Einschränkungen noch ganz normal erleben kann. Mein Name ist Jascha Seich, ich bin 21 Jahre alt, studiere Betriebswirtschaftslehre, kurz BWL, im vierten Fachsemester an der Uni Mannheim und bin Schwimmer. Mein größtes sportliches Ziel ist, deutscher Rekordhalter auf meiner Hauptstrecke 100 Meter Freistil zu werden und an den Olympischen Spielen A teilzunehmen und dann hoffentlich auch ins Finale zu kommen auf dieser Einzelstrecke, dass ich selber mir beweisen kann, dass ich oben international auf der Welt mitspielen kann. Ja, durch die Pandemie hat sich, denke ich, bei uns sportlich und auch von der Uni her einiges geändert. Also für mich persönlich der komplette Präsenzteil weggefallen. Es ist alles nur noch online, was auf der einen Seite gut ist, da ich aktuell dann in Heidelberg bleiben kann und alles von zu Hause aus machen kann. Allerdings hat das für mich auch einen Nachteil, dass ich kaum soziale Kontakte wirklich in der Uni fassen kann. Also sportlich gesehen konnten wir zwischendrin einen Monat lang nicht trainieren, aufgrund der Tatsache, dass alles geschlossen war. Ich bin jetzt seit September 2019 im Spitzensportstipendium, also seitdem ich angefangen habe, dort zu studieren. Und es ist eine Riesenunterstützung und gleichzeitig eine riesige Entlastung für mich. Ich kann, wenn ich Klausuren im Ausland schreiben muss oder irgendwas verschoben werden muss, aufgrund von Trainingslager, Wettkämpfen oder sowas, ich habe immer einen Ansprechpartner mit Larissa oder Sarah, die mir da zur Seite stehen. Ich habe selber schon Klausuren im Ausland geschrieben. Das hat bisher immer super gut geklappt und ich bin super dankbar dafür, dass das weiterhin so funktioniert. Und ich denke, ohne diese Unterstützung von den beiden oder auch von der Uni an sich, wäre ich sportlich nicht so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Mein Name ist Barbara Schaal, ich studiere Psychologie in Mannheim im zweiten Fachsemester und bin Schwimmerin am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg. Zum einen natürlich, dass mich ihr guter Ruf und auch ihr riesiges Bildungsangebot angesprochen hat. Und zum anderen der Fakt, dass viele Dozenten und Professoren, mit denen ich jetzt bereits Kontakt hatte, viel Verständnis aufweisen, dass man eben Spitzensport und Uni miteinander vereinen möchte und es somit einfach zu kaum oder zu nicht großen Kollisionen gekommen ist bisher. Schwimmen ist eine sehr trainingsintensive Sportart. Grob zusammengerechnet haben wir ein Trainingsaufkommen von etwas über 26 Stunden die Woche, was aufgeteilt ist in 10 Wassereinheiten, die jeweils 2 Stunden dauern, und 5 Landeinheiten, die so zwischen einer Stunde und anderthalb dauern. In den Landeinheiten machen wir sowas natürlich wie Krafttraining, aber auch allgemeine Athletik. Mein Name ist Josefine Tesch, ich studiere im zweiten Fachsemester Sport und Biologie an der Uni Heidelberg und ich bin Schwimmerin. Schwimmen betreibe ich seit meinem 5. Lebensjahr und komme ursprünglich aus Berlin. Der Hauptgrund, warum ich nach Heidelberg gezogen bin, war natürlich des Sportes wegen. Aufgrund mit dem Trainer habe ich mich sehr gut verstanden, auch die Trainingsgruppe war sehr gut.
Und natürlich hatte die Uni auch einen sehr guten Ruf und mit der Lage natürlich optimale Bedingungen. Zudem habe ich vom Spitzensportstipendium gehört, was natürlich Training, also beziehungsweise Leistungssport und Uni sich dadurch vereinbaren lässt. Die Pandemie hat meinen Alltag zuerst schon extrem beeinflusst, denn im ersten Lockdown konnten wir zunächst erstmal nicht trainieren für 10 Wochen und das war bisher das Längste, was ich nicht trainieren konnte. Aber nach dem ersten Lockdown hat es eigentlich ganz gut eingependelt. Die Uni ist halt online und es finden halt kaum bzw. weniger Wettkämpfe statt. Mein Name ist Marie Brockhaus, ich studiere im 2. Fachsemester Sport an der Uni Heidelberg im Master und schwimme. Meine Trainingsgruppe ist sehr wichtig für mich. Besonders bei den anstrengenden Einheiten können wir uns gut gegenseitig aufbauen und auch mal pushen, wenn es halt härter wird. Und ich kann auch durch die Erfahrung von einigen meiner Trainingskollegen noch sehr viel lernen. Die Uni Heidelberg ist für mich besonders durch die kurzen Wege vom Olympiastützpunkt zur Uni und auch von der Uni zum Olympiastützpunkt. Und was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist das Spitzensportstipendium. Das ist sehr, sehr einzigartig. Dabei hilft die finanzielle Unterstützung und natürlich die Unterstützung bei Studienangelegenheiten.